es fehlt das Wissen bei der Bevölkerung. Der alte Satz, die meisten von hier werden ihn kennen, von Ford, wenn die Menschen unser Geldsystem verstehen würden, hätten wir die Revolution morgen früh. Das Hauptproblem aus meiner Sicht unseres Finanzsystems ist darin begründet, dass wir haben kein Geldproblem, kein Schuldenproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. All den Schulden auf der Welt, und da haben Sie vollkommen recht, die Schulden sind unbezahlbar geworden, die waren eh nie bezahlbar. Wer sagt, Schulden kann man zurückzahlen, das ist in unserem System nun mal nicht möglich. Wir haben ein Schuldgeldsystem, in dem Geld ausschließlich durch Kreditaufnahme entsteht. Das heißt, allen Schulden auf der Welt stehen genauso viele Guthaben gegenüber, 1:1 wie in einem Spiegel. Das ist ausgeglichen, müsste man sagen, ist so alles prima, aber das Problem besteht in der Ungleichverteilung. Sie haben den Armutsbericht angesprochen, genau das ist es, das ist unser Problem, die Verteilung von Schulden und Guthaben. Wir haben in Deutschland 5 Billionen Geldvermögen der privaten Haushalte, über 10 Billionen Gesamtnettovermögen der privaten Haushalte, da Immobilien und so weiter mit reingerechnet, das ist eine Menge Zeug. Aber das Problem ist, dass das extrem ungleich verteilt ist. Die reichsten 10% besitzen mehr als 50, andere sagen über 70% dieses Vermögens. Und die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat von diesem Geld nichts, weniger als 1%. Aber die müssen trotzdem die Schulden und die müssen trotzdem die Zinsen für die anderen erwirtschaften. Warum? Weil es für sie als Bürger überhaupt keine Rolle spielt, wo im System die Schulden liegen. Sie zahlen es immer. Ihre eigenen Schulden zahlen sie natürlich, ist klar, die Zinsen müssen sie tragen. Die Schulden des Staates zahlen sie über ihre Steuern und die Schulden der Industrie, die zahlen sie an der Ladentheke, weil natürlich der diese Flasche Wasser hergestellt hat und dafür vielleicht Kredite aufgenommen hat, die Zinskosten aufs Produkt umrechnet. Also für sie spielt es gar keine Rolle, wo im System die Schulden liegen, sie zahlen es immer, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich glaube, Kreuz war es, der mal auch durchgerechnet hat und sagte, dass in den 50er, ich habe die Zahlen nicht verifiziert, wenn jemand andere hat, bitte korrigieren, aber das ist mein Kenntnisstand, dass in den 50er Jahren ein durchschnittlicher Haushalt etwa 10% seines Einkommens für die Zinslast im gesamten System aufgebracht hat. Heute sind wir jenseits der 40%. Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Mittlerweile weiß ich, dass eine Gruppe hier aus München interveniert hat bei der Bundesbank. Die hatten sich mit Geld beschäftigt und hatten plötzlich festgestellt, Moment, das, was da drin steht, stimmt ja eigentlich gar nicht. Diese multiple Geldschöpfung, die dort beschrieben wird, existiert ja so gar nicht. Sie haben sich dann mit den Leuten auseinandergesetzt mit der Bundesbank, ja, nach so einem halben Jahr hin und her. Kam plötzlich so eine Stille auf bei der Bundesbank und plötzlich stellten wir fest, in der Version 2008 war plötzlich davon nicht mehr die Rede. Also von multipler Geldschöpfung war plötzlich keine Rede mehr. Von dem Begriff der Zauberei, so wie es bis 2007 in den Schulungsunterlagen stand, war plötzlich keine Rede mehr. Und wer das nicht glauben will, wir haben das auf unserer Wiki-Seite von der AG Geldordnung dokumentiert. Dort haben wir die alte Version, die 2007er Version liegen und auch die 2008er oder die aktuelle. Und ja, es ist schon wirklich beeindruckend, dass sich da in der Erklärung, wie Geld entsteht, sich so etwas Gravierendes geändert hat. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass eben genau das, was ich hier oben stehen habe, ganz wichtig ist. Geld ist kein Ding. Denn in der alten Vorstellung, in dieser multiplen Geldschöpfung, wurde mein Geld weitergegeben an jemand anderes. Und aus diesem Verständnis her hat man das so verstanden, okay, dann kriegt jemand Kredit und der hat dann mein Geld so lang. Was natürlich merkwürdig ist, mein Geld verschwindet nie von meinem Konto. Also mein Konto ist ja immer da. Ich sehe immer auf mein Konto und da sind immer meine 1000 Euro drauf. Selbst wenn das Geld für mich arbeiten würde, warum liegt es da noch? Es müsste doch die andere haben. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die einen nachdenklich stimmen, ob diese Erklärung stimmt. Und wie gesagt, seitdem 2008 dann das geändert wurde in den Schulungsunterlagen, war relativ klar, das war alles eine große Story, die einem da erzählt worden ist. Wahrscheinlich für die Bevölkerung, damit sie eine Idee hat, was Geld ist. Wenn man das verstehen will, wie Geld wirklich funktioniert, muss man sich an eine Stelle begeben, wo Geld eigentlich hauptsächlich stattfindet. Und das ist in einer Bilanz. Und zwar in Bankbilanzen. Und jetzt bitte nicht erschrecken, wir werden versuchen, das möglichst leicht zu vermitteln. Was ihr hier seht,
ist jetzt der Anfang. Ich will euch erklären, wie eine Bilanz grundsätzlich funktioniert. Und um es einfach zu machen, haben wir uns einfach mal vorgenommen, jetzt die eigene persönliche Bilanz darzustellen. Weil jeder von euch hat eine solche Bilanz. Jeder kann in seinem Kopf irgendwie sich ausrechnen, was er besitzt und was er schuldet. Und das ist genau das, was wir jetzt hier aufziehen. Fangen wir ganz langsam an. Was ihr hier seht, ist ein Haufen Giralgeld, Bargeld, dargestellt als kleine Säule. Das ist das, was wir erhalten, wenn wir zum Beispiel Einkommen beziehen. Wir geben natürlich Geld aus, aber etwas bleibt immer übrig, wenn man Glück hat. Und so bildet sich so langsam ein Haufen Giralgeld und zum Teil natürlich auch Bargeld, was man besitzt. Und das ist schon mal der erste Teil einer Bilanz. Wir haben das überschrieben mit Haben erstmal, damit das ein bisschen sinnbildlich ist. Das ist das, was wir besitzen. Jetzt komme ich irgendwann auf die Idee, mein Gott, ich will mir mal ein Haus kaufen. Ja, dazu brauche ich noch mehr Geld. Das reicht nicht, was ich da habe. Aber ich habe eine Oma, die Oma hat Geld und der sage ich hier, Oma, ich brauche ein bisschen Geld. Die Oma sagt, ja, kann ich dir geben, hier 50.000 Euro kannst du haben. Was passiert in meiner Bilanz? Das passiert. Es wird eine zweite Seite aufgemacht in der Bilanz und das wird jetzt überschrieben mit soll. Das sind sozusagen meine Verbindlichkeiten, also das, was ich anderen schulde. Das wird einfach auf die Seite geschrieben. Und wenn man jetzt sieht, meine Habenseite hat sich auch vergrößert. Warum? Na ja, klar, die Oma hat mir das Geld auf mein Konto überwiesen. Deshalb habe ich jetzt plötzlich mehr Giralgeld. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine Schuld. Ich habe eine Schuld bei meiner Oma und die muss ich irgendwann tilgen, also ihr das Geld zurückgeben. Ja, jetzt ist es so, dass das Geld einfach nicht reicht. Meine Oma hat nicht so viel Geld, dass sie mir das ganze Haus finanzieren kann. Ich muss also noch zu einer Bank gehen und mir dort auch noch einen Kredit holen. Einfach, um mehr Geld zu bekommen. Ja, das mache ich doch einfach. Was passiert ist Folgendes. Auf der einen Seite, mein Giralgeld wird immer mehr, klar, weil die Bank hat mir jetzt, weil ich meinen Kreditvertrag unterschrieben habe, mir nochmal 100.000 Euro auf mein Konto überwiesen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Kredit hinzugekommen, der Kredit, den ich jetzt bei der Bank habe und der natürlich auch verzinst wird und so weiter. Aber das, was da steht, ist jetzt die Kreditforderung. Die hat jetzt sozusagen meine Schuldseite vergrößert, aber auch meine Habenseite, weil auf der einen Seite jetzt der Schuldschein sozusagen drin steht, das ist der Kreditvertrag, und auf der anderen Seite habe ich halt mehr Giralgeld. Ja, jetzt reicht das Geld, jetzt kann ich mir ein Haus kaufen. Und was passiert mit meiner Bilanz dann? Das passiert. Die Größe dieser Säule bleibt gleich, aber es wird eine Veränderung in der Säule stattfinden. Mein Giralgeld wird plötzlich weniger. Klar, ich habe gerade das Geld überwiesen an denjenigen, der das Haus besessen hat. Er hat das Geld bekommen und hat mir im gleichen Moment das Sachvermögen überschrieben, in dem Fall das Haus. So, das heißt, meine Bilanz hat sich jetzt nicht vergrößert oder verkleinert. Die Schuldseite ist geblieben, wie sie ist. Aber auf meiner Habenseite, auf dem, was ich besitze, also was für mich einen Wert darstellt, da gab es jetzt eine Veränderung. Wir haben plötzlich ein Sachvermögen drin. So, jetzt kommt eine wichtige Regel. In Bilanzen ist es so, dass Bilanzen immer ausgeglichen sein sollen. So, das heißt, beide Seiten sind normalerweise immer gleich groß. Und da jetzt in dem Fall die Bilanz ungleich groß war, müssen wir einen Puffer einführen. Ja, der gleicht einfach die Seiten aus. Das ist eine Bilanzgröße. Das gibt es nicht wirklich. Das ist eine Bilanzgröße, die in Bilanzen immer auftaucht, dieser Puffer. Ich habe ihn jetzt noch Puffer genannt. Er hat einen eigenen Namen, den werde ich gleich noch nennen. Aber um da nicht Verwirrung zu stiften, erkläre ich es erstmal als Puffer. Dieser Puffer gleicht immer die Seite aus, die kleiner ist. Und das heißt, in dem Fall, ich habe eine Habenseite, die viel größer ist. Die Sollseite ist klein oder kleiner. Und deshalb steht der Puffer jetzt auf der Sollseite. Und er puffert mir im Endeffekt das weg, was ich mehr habe. Denn auf der einen Seite ist mehr als auf der Sollseite. Ich habe mehr, als ich schulde. Das ist eine gute Situation, in der sich jeder sehr wohl fühlt, weil er einfach dadurch mehr hat, als er schuldet. Eine gute Situation. Dieser Puffer ist aber flexibel. Der kann sich bewegen. Jetzt stellen wir uns mal vor, unser Haus brennt ab. Ja? Und wir haben natürlich keine Versicherung gehabt, die das bezahlt. Und deshalb Totalschaden. Tja, was passiert mit dem Puffer? In dem Moment, wo das Haus verschwindet aus meiner Bilanz, habe ich plötzlich die Habenseite kleiner als die Sollseite. Jetzt bin ich eigentlich überschuldet. Ich habe viel mehr Schulden, als ich besitze. Und das ist ein Problem. Der Puffer hüpft in dem Fall auf die Habenseite und gleicht dort diese Differenz aus. Ja, das ist wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn dieser Puffer plötzlich auf der Habenseite steht, weil das ist ein Zeichen, dass man überschuldet ist. Ja, dumm gelaufen. Hätte man mal das Haus versichert, ne? Dann hätte man nämlich das Problem nicht. So, gehen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Bild. Stellen wir uns wieder vor, das Haus ist noch da. Hier steht der Puffer.
Dieser Puffer heißt Eigenkapital. Das ist ein Begriff, den man auch immer in den Medien hört und sagt, ah ja, die Bank achtet auf ihr Eigenkapital. Man stellt sich da so einen Berg Geld vor. Ja, aber in Wirklichkeit ist das Eigenkapital einfach nur eine Bilanzgröße. Das ist wirklich nur ein Puffer, der bilanztechnisch eingerechnet wird in der Bilanz, um zu zeigen, ob es der Bank gut geht oder schlecht geht. Wenn, oder auch einer Nichtbank, also uns hier. Dieses Eigenkapital steht jetzt auf der Soll-Seite und das bedeutet, wir haben mehr. Wir haben mehr, als wir jemandem schulden. Wir haben jetzt hier noch ein paar Begriffe eingeführt, die so ein bisschen fachlicher sind. Wir haben oben das Haben und Soll ersetzt durch Aktiv und Passiv. Das sind so die Fachbegriffe, Aktivseite einer Bilanz und Passivseite einer Bilanz. Die Aktivseite ist immer die Seite, die den Wert darstellt und die Passivseite stellt immer die Schuld dar, die man hat. Was wir noch eingeführt haben hier unten drunter, jetzt den Begriff hatte ich vorhin schon erwähnt, Nichtbankenbilanz. Das, was wir hier sehen, ist eine Nichtbankenbilanz. Dazu muss man natürlich wissen, was ist eine Nichtbank? Eine Nichtbank, das sagt der Name schon, ist eine Person oder ein Teilnehmer an einem Wirtschaftssystem, der eben nicht eine Bank ist. Also alles wir alle, aber auch jeder Verein, jede Firma, jede GmbH, alles sind Nichtbanken. Es gibt eigentlich nur in der Wirtschaft Nichtbanken und Banken. Dieses Geldsystem hat drei unterschiedliche Teilnehmer. Das ist einmal die Nichtbankenbilanz, das haben wir gerade kennengelernt, das sind wir. Es gibt die Geschäftsbanken, die eine eigene Bilanz haben und es gibt die Zentralbanken oder die Zentralbank, die dann auch eine eigene Bilanz hat. Und das sind die drei einzigen unterschiedlichen Teilnehmer, die ein Geldsystem hat. Und ja, das macht es eigentlich auch ein bisschen überschaubar. Man hat ja immer so viel Angst vor diesem Wust, der da existiert. Aber ja, aus unserer Sicht ist das relativ einfach reduziert. Ich muss natürlich dazu sagen, dass jetzt, wenn jetzt hier Bilanzexperten sind, die werden natürlich irgendwie sagen, oh Gott, da fehlt so viel. Wir haben natürlich diese ganze Bilanz runtergebrochen auf rudimentäre Dinge. Gehen wir doch direkt zur Geschäftsbank. Was hier auffällt, ist Folgendes. Unser Giralgeld, was wir auf der Aktivseite haben, also was unser Wert ist, steht plötzlich bei einer Geschäftsbankbilanz auf der Passivseite. Das steht plötzlich als Schuld drin. Da muss man sich natürlich fragen, Moment, was ist das? Also was habe ich jetzt? Habe ich jetzt ein Guthaben oder habe ich jetzt eine Schuld? Man muss es aus der Perspektive sehen. Also das heißt, in dem Fall muss man jetzt die Perspektive, wenn man eine Geschäftsbankbilanz sich anschaut, muss man die Perspektive einer Bank annehmen. Man muss aus der Sicht einer Bank diese Bilanz betrachten. Und aus Sicht der Bank ist es so, dass sie uns das Geld schuldet. Wenn wir Geld auf das Konto legen, schuldet die Bank uns das Geld. Und deshalb steht das Giralgeld als Schuld in der Bankbilanz. Die Bank schuldet uns Giralgeld und dieses Auszahlungsversprechen, was dahinter steckt, bedeutet für die Bank, sie hat eine Schuld. Und zwar bei uns als Nichtbank. Deshalb steht es bei uns auf der Aktivseite als Wert und auf der anderen Seite in der Geschäftsbankenbilanz auf der Passivseite. Genau das gleiche hier unten mit den Geldanlagen. Unsere Geldanlagen stehen auch in der Bankbilanz auf der Passivseite, weil auch das eine Schuld ist, die in 3 Jahren dann zu tilgen ist, wenn diese Geldanlage ausläuft. So, jetzt gibt es natürlich hier auch noch Dinge, die anders sind. Also zum Beispiel hier die Kreditforderungen. Was sind denn das, diese Kreditforderungen? Ja, das sind unsere Kredite. Das heißt, unsere Schuld, die wir als gefühlt schuldig gegenüber der Bank haben, ist aus Sicht der Bank ein Wert. Na klar, weil wir uns verpflichtet haben, irgendwann diese Schuld zu tilgen, mit Zinsen und allem, was dazugehört. Deshalb ist es für die Bank ein Wert. Sie hat diesen Wert, der ist ja auch noch besichert, das kommt natürlich noch dazu. Wir müssen ja, wenn wir einen Kredit aufnehmen, auch Sicherheiten abgeben bei der Bank, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Das alles sind Werte für die Bank und deshalb stehen unsere Kreditforderungen als Wert in der Bankbilanz. Unten drunter steht Wertpapiere. Ja, Banken besitzen Staatsanleihen, alle möglichen Wertpapiere. Auch das ist aus Sicht der Bank natürlich ein Wert, weil auch da wieder ein Zahlungsversprechen dahinter steht. Aber es können auch andere Dinge in einer Bankbilanz sein, auch Immobilien zum Beispiel. Auch das kann ohne Probleme auf die Aktivseite einer Bilanz genommen werden, weil es einen Wert darstellt für die Bank und deshalb auf die Aktivseite kommt. Ja, selbstverständlich haben wir natürlich auch wieder ein Eigenkapital als Puffer. Das ist bei allen Bilanzen das Gleiche. Dieser Puffer existiert immer. Und jetzt haben wir da oben noch einen Punkt auf der Aktivseite, der nennt sich Barreserve. Was ist das denn? Ja, ist das jetzt Geld oder was ist das? Ja und nein. Das ist Geld, aber das ist nicht unser Geld.
Unser Geld ist das Giralgeld, was auf der Seite, auf der Passivseite steht. Aus Sicht der Bank ist das eine Schuld. Das ist also kein Wert. Aber was ist diese Barreserve? Ja, da kommt jetzt die Zentralbank ins Spiel. Die Barreserve, die die Bank besitzt, ist sozusagen ihr Zentralbankgeld. Und das ist jetzt vielleicht neue Information. Es gibt zwei verschiedene Arten von Geld, die wir in unserem Geldsystem haben. Wir haben wirklich zwei verschiedene Geldkreisläufe. Das, was wir alle kennen, ist das Giralgeld und auch zum Teil Bargeld natürlich im kleinen Maße. Aber die ganze Wirtschaft, die wir so kennen, läuft mit Giralgeld. Für die Banken ist das überhaupt kein Geld. Das ist für die Banken eine Schuld uns gegenüber. Aus Sicht der Bank besitzt sie nur ein Geld und das ist Zentralbankgeld. Und das muss sie sich exakt so holen, naja, nicht ganz exakt, das werde ich gleich noch erklären. Aber das Verhältnis ist das gleiche. Also die Geschäftsbank ist im gleichen Verhältnis zur Zentralbank wie wir als Nichtbank gegenüber der Geschäftsbank. Es sind einfach zwei Geldkreisläufe und die Banken selber handeln untereinander nur in Zentralbankgeld. Die haben mit ihrer Schuld hat das überhaupt nichts zu tun. Also wenn wir eine Banküberweisung machen, dann also von einer Bank zur anderen Bank, dann wird dort Zentralbankgeld bewegt. Unser Giralgeld, das ist eine Verrechnungsgröße nur uns gegenüber. So, genauso wie wir uns Geld besorgen, kann auch eine Geschäftsbank sich Geld besorgen bei der Zentralbank. Und zwar Zentralbankgeld. Also man könnte theoretisch auch, der Nachteil der ganzen Sache ist, dass wir alle in Euro rechnen. Das heißt, beide Geldkreisläufe werden in Euro berechnet. Aber trotzdem sind es zwei getrennte Kreisläufe. Das eine ist Zentralbankgeld und das andere ist Giralgeld oder Geschäftsbankengeld, sagt man auch. Also diese Barreserve, die da oben steht, ist Teil, hat sich die Geschäftsbank geholt bei der Zentralbank und hat dafür Wertpapiere übergeben. Das heißt, wenn eine Geschäftsbank von einer Zentralbank Geld braucht, macht sie nichts anderes, als dass sie Wertpapiere der Zentralbank gibt und sozusagen pensioniert, das ist ein Wertpapier-Pensionsgeschäft, nennt sich das, findet jeden Dienstag statt. Und die Bank kann sich immer aussuchen, wie viel Geld sie braucht. Und dann geht sie zur Zentralbank, sagt, ich brauche das Geld, sie kriegt das Geld und muss dafür die gleiche Menge an Wertpapieren pensionieren bei der Bank, bei der Zentralbank. Das Besondere an diesem Mechanismus ist, dass diese Werte, die dort pensioniert werden, also der Zentralbank übergeben werden, die werfen ja auch Zinsen ab. Das heißt, diese Wertpapiere, die man übergeben, das sind meistens Staatsanleihen, aus denen entstehen Zinsen. Und diese Einkünfte kommen nicht der Zentralbankbilanz zugute, weil das ein Pensionsgeschäft ist. Pensionieren heißt einfach nur übergeben, aber nicht verkaufen. Das heißt, die ganzen Kredite, die ganzen Zinsen, die aus diesen pensionierten Wertpapieren entstehen, kommen weiterhin der Geschäftsbank zugute. Das ist nur ein Wertdeal, es wird einfach ein Wert übergeben und ein anderer Wert, nämlich das Zentralbankgeld, dadurch erzeugt. Jede Bank kann sich so viel Liquidität, also Barreserve besorgen, wie sie will. Es gibt da fast keine Grenze. Die Zentralbank geht mittlerweile dazu über, auch Dinge als Wert zu akzeptieren, die früher kein Wert waren, die man nicht pensionieren konnte. Die Ansprüche der Zentralbank sinken immer mehr, was es natürlich den Geschäftsbanken sehr leicht macht, Staatsanleihen der Zentralbank zu übergehen, die vielleicht nicht mehr so sicher sind wie vielleicht die deutschen Staatsanleihen. Das ist ein sehr guter Deal für die Geschäftsbanken, wenn sie dort riskante Staatsanleihen der Zentralbank übergeben können und dafür aber richtiges Zentralbankgeld bekommen. Was auch ganz entscheidend ist, es wird immer der Nennwert bewertet. Das heißt, wenn wir jetzt eine griechische Staatsanleihe über 100 Euro haben, dann werden auch 100 Euro Zentralbankgeld der Bank übergeben, auch wenn diese Anleihe mittlerweile nur noch die Hälfte wert ist. Auch eine sehr schöne Sache für eine Geschäftsbank. Wichtig ist das Verständnis, das Geschäftsbankengeld kauft nur in der Wirtschaft ein. Also unser Giralgeld, das ist die ganze Wirtschaft. Das, was da oben passiert, ist nur eine Verrechnungsgröße, die der Banken untereinander haben. Und es sollte eigentlich ein Regulationsmechanismus sein, dieses Zentralbankengeld. Weil, das werde ich später noch erklären, es gibt feste Regeln, wie Geld geschöpft werden darf, also unser Giralgeld. Und da spielt das Zentralbankgeld dann eine wichtige Rolle. So, jetzt haben wir noch eine Sache hier, das Bargeld. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil das Bargeld hier jetzt in unserem Bild gar nicht in der Geschäftsbankbilanz auftaucht, ist aber nicht ganz so. Das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt. Bargeld kommt dadurch in Umlauf, dass wir an den Schalter gehen und uns das herausziehen.
So, jetzt fragt man sich, wie kommt es in diesen Automaten rein? Ja, die Bank besorgt sich dieses Geld bei der Zentralbank. Die Zentralbank gibt Bargeld aus, also die Scheine. Und was muss die Bank dafür machen? Na gut, sie hat hier oben das Giralgeld, also das Zentralbank-Giralgeld, und das wechselt sie einfach. Sie sagt einfach, pass auf, ich habe hier zwar 100 Millionen, davon will ich jetzt 1 Million in Bargeld ausgezahlt bekommen. Dann fährt ein Auto zur Bank hin und liefert denen das Geld. Und es wird dann einfach hier oben bei der Zentralbank-Giralgeld also ein kleines Stückchen der Bank weggenommen und als Bargeld eingebucht in die Bilanz. So, dann hat die Bank dieses Geld und stopft es in den Automaten und wir holen es uns raus. Und was dann bei uns passiert, ist einfach, wir haben dann plötzlich, wenn wir Geld abheben, natürlich weniger auf dem Konto. Klar, unser Giralgeld wird weniger und das Bargeld, diese Barreserve von der Bank wird auch weniger. Dadurch schrumpft diese ganze Bilanz ein bisschen und plötzlich haben wir Bargeld in der Hand. So, also im Endeffekt ist es so, dass in der Zentralbankbilanz das Bargeld erscheint als Größe, aber in Wirklichkeit eigentlich in unsere Tasche wandert über die Bank. Aber da Bargeld immer weniger benutzt wird, glaube ich, dass es früher oder später wahrscheinlich ganz eingestellt wird. Die Tendenzen sind ziemlich deutlich, dass man alles elektronisch machen will. Vielleicht noch eine interessante Nebeninformation, weil ja immer gesagt wird, oh Gott, Bargeld ist ja das einzig wahre Geld, ja, weil es Zentralbankgeld ist, es wird von der Zentralbank ausgegeben. Das ist zwar so richtig, aber mittlerweile ist es natürlich so, dass zum Beispiel man seine Steuerschuld gar nicht mehr in Bargeld bezahlen darf. Man muss es überweisen. Auch bei Polizeikontrollen, wenn man irgendwo angehalten wird, ist es mittlerweile nicht mehr Usus, dass man da gleich zahlen kann. Nein, nein, man muss das wirklich digital überweisen. Das heißt, selbst der Staat versucht immer mehr aus diesem Bargeldwesen rauszukommen und alles digital zu machen. Also was ich schon erwähnt hatte, 2 Geldkreisläufe. Ja? Der erste Geldkreislauf findet zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken statt. Ja, das ist der sogenannte Interbankenmarkt, das man schon oft gehört hat, was jetzt gerade eingefroren ist, ja, oder eingefroren war. Dieses Geld, was die Banken untereinander als Zentralbankgeld haben, leihen sie sich auch gegenseitig. Und sie geben sich auch gegenseitig Kredit in diesem Zentralbankgeld. Das habe ich hier aus den Bilanzen rausgelassen, weil es einfach nur eine Größe ist, die auf beiden Seiten existiert. Die Banken untereinander leihen sich Zentralbankgeld. Und das läuft sich mittlerweile auf 2 Billionen Euro auf. Das ist diese Vernetzung, vor denen Leute immer Angst haben. Oh Gott, wenn eine Bank umfällt, dann kippen sie alle. Der Grund ist, dass sie sich alle untereinander Zentralbankgeld geliehen haben. Und zwar in so enormen Summen, dass man wirklich abhängig ist untereinander. Alle sitzen in einem Boot. Wenn da einer ausbricht, dann geht das wie eine Kaskade, weil die untereinander sich das Bargeld, also das Zentralbankgeld, dann nicht mehr zurückzahlen können. Ja? Auch ein Grund, warum die EZB zurzeit sehr großzügig mit ihren Tendern umgeht. Das haben ja vielleicht ein paar Leute mitbekommen. Es gab jetzt vor kurzem erst wieder einen 500 Milliarden Tender, den die Zentralbank ausgegeben hat. Das Besondere an diesem Tender war eigentlich nur die Laufzeit, weil im Moment kriegt jeder eh so viel er will. Also jede Geschäftsbank, die zur Zentralbank kommt und sagt, ich brauche was, kriegt das. Ja, da wird gar nicht lang gefragt, das ist wie ein Selbstbedienungsladen. Das Einzige, was man machen muss, man muss halt eine Anleihe pensionieren, was aber auch den Banken nicht schwerfällt, aus den schon erwähnten Gründen. Ja, also 2 Kreisläufe, das ist der erste Kreislauf, der stattfindet, die Banken untereinander und mit der Zentralbank zusammen. Das ist ein Geldkreislauf. Der zweite Geldkreislauf ist unser Geldkreislauf, den wir kennen. Das ist das, ja, was wir untereinander an Geld transferieren und was wir gegenüber der Bank transferieren. Zur Bank hin, von der Bank weg. Das ist der zweite Geldkreislauf, den wir haben. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was passiert in einer Bilanz, wenn jemand einen Kredit aufnimmt. So, schauen wir uns erstmal auf der Seite hier die Nichtbankbilanz an. Was passiert in dem Moment, wenn ich einen Kredit nehme? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Ich zeige das mal. Also es vergrößert sich etwas. Ich habe da mir 2 kleine Charts gemacht. Hier sieht man, was passiert. Also, wenn ich einen Kredit aufnehme und die Bank sagt, okay, du kriegst ihn, dann erhöht sich mein Kredit. Meine Passivseite wächst. Ja, weil ich mehr Kredit plötzlich habe. Meine Aktivseite wächst aber auch. Klar, weil ich plötzlich mehr Giralgeld auf meinem Konto habe. Meine ganze Bilanz verlängert sich nach unten. So, schauen wir mal an, was im gleichen Moment in der Geschäftsbankenbilanz passiert, weil die geben uns ja den Kredit. Ja, eigentlich was Spiegelbildliches. Die Kreditforderung wächst, klar, weil das ist genau die Kreditforderung, die ich unterschrieben habe. Und die Giralgeldmenge wächst, weil die Bank mir ja das Geld gut geschrieben hat. Aber jetzt kommt es natürlich, wo kam dieses Geld her?
Ja. Normalerweise denkt man ja gut, wenn die Bank mir einen Kredit gibt, dann nimmt sie das von ihrem Konto und überweist es auf mein Konto. Ja, ist nicht so. Ja, das ist diese Idee, die auch diese multiple Geldschöpfung, die bis 2007 von der Bundesbank vertreten wurde, impliziert. Dass sie einem sagt, ja, das ist ja Geld, was ja schon mal existiert hat. Das wird einfach nur weitergegeben. So, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. In Wirklichkeit wird dieses Geld einfach geschöpft. Es wird einfach erzeugt in einer Bilanz. Das ist eine Bilanzgröße, eine Zahl. Das ist so leicht, einfach Geld zu erzeugen. Man muss die Zahl vergrößern. Das kann wirklich jeder. Wenn er, kein, er muss halt Bank sein. Ne? Also es gehört da es ist keine Kunst dabei. Es gibt Regeln, die das begrenzen, die werde ich gleich erklären. Aber vom Prinzip her ist es so, dass Geld einfach in einer Bilanz erzeugt wird. Und in Wirklichkeit ist es ja so, das Giralgeld ist ja, also mein Giralgeld ist ja Teil dieses Giralgeldes. So, und wenn wir jetzt in unser Online-Konto schauen, dann sehen wir eine Zahl auf unserem Konto. Mit unserem Online-Konto schauen wir eigentlich auf die Passivseite einer Geschäftsbankenbilanz und sehen die Zahl, die wir da haben. Und die Zahl erhöht sich halt, wenn wir einen Kredit bekommen. Das ist alles. Ja. Und deshalb ist es, das nennt man Giralgeldschöpfung. Aber was man auch sieht, braucht man keinen Sparer dafür. Es ist keiner nötig, der vorher Geld irgendwie abliefert, damit die Bank dann das Geld weiterverleihen kann. Also mein Geld wandert nie irgendwo hin. Das bleibt immer da, wo es ist. Ja, das ist eine schöne Story, aber es ist leider nicht wahr. Ne? Also es ist wirklich so, dass das Geld einfach erzeugt wird in der Bilanz. Was wichtig ist zu verstehen ist, das sieht man hier auch sehr schön, Geld hat zwei Seiten. Es hat eine Schuldseite und eine Guthabenseite. Und das sehen wir an der schizophrenen Welt. Das gleiche Geld steht auf der einen, bei uns, auf der Aktivseite ist ein Wert und auf der anderen Seite ist es eine Schuld. Und das zeigt auch genau den Charakter von einem Schuldgeldsystem. Ja, aus zwei Personen, also zwei Teilnehmer, sehen es von zwei Seiten und sehen beide die unterschiedliche Seite der gleichen Medaille. Ja, unser Geld ist für die Bank eine Schuld. Ja, und das ist klar. Wenn ich einfach mehr Schuld erzeuge, indem ich einen Schuldschein unterschreibe, dann ist das natürlich auch wieder mehr. Ja, und das ist genau das, was hier bei der Kreditforderung passiert. Ich erzeuge hier eine Kreditforderung, das ist für einen Wert für die Bank und dadurch kann sie mir Giralgeld erzeugen. Und das ist genau der Prozess hier. Die Bilanz verlängert sich einfach nur. Wenn wir einen Kredit tilgen, zahlen wir Raten ab. So, und so eine Kreditrate besteht immer aus zwei Teilen. Sie hat einen Zinsanteil und einen Tilgungsanteil. Jetzt spielen wir mal ein Beispiel durch. Stellen wir uns vor, ich habe einen Kredit aufgenommen und muss den abzahlen. Ich zahle im Monat 1.100 Euro. Davon sind 1.000 Euro Tilgung und 100 Euro jetzt einfach Zinsen. So, was passiert? In meiner Bilanz verschwinden 1.100 vom Giralgeld. Klar, es wird einfach weniger. Die Geldmenge schrumpft, das Geld wird von meinem Konto einfach abgebucht. So, gleichzeitig tilge ich meinen Kredit. Das heißt, meine Passivseite schrumpft jetzt auch. Aber nicht um 1.100, sondern erstmal nur um 1.000, weil der Kredit, die Tilgung, nur 1.000 beträgt. Jetzt habe ich aber noch 100 Euro Zinsen gezahlt. So, jetzt haben wir das Problem, dass die eine Seite stärker schrumpft als die andere. So, deshalb muss jetzt das Eigenkapital, also unser Puffer, den Rest ausgleichen. Das heißt, unser Eigenkapital schrumpft um 100. Das ist auch irgendwie verständlich, wenn man sich das überlegt. Ja, okay, ich gebe meine Kreditrate, die 1.000 werden von meinem Kredit abgezogen und das Eigenkapital empfinden wir persönlich so als das, was wir übrig haben. Und die Zinsen müssen wir aus dem, was wir übrig haben, zahlen. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Unser Eigenkapital schrumpft um 100, unser Kredit schrumpft um 1.000 und unsere Aktivseite mit dem Giralgeld schrumpft um 1.100. Und schon ist alles wieder ausgeglichen. Schauen wir uns an, was auf der Seite der Geschäftsbank passiert. Bei der Geschäftsbank ist es so, dass es jetzt natürlich wieder spiegelverkehrt ist. Unser Giralgeld schrumpft um 1.100, die Kreditforderung schrumpft um 1.000 und jetzt muss das Eigenkapital genau das ausgleichen, was vorher auf der Passivseite stärker geschrumpft ist. Und das sind genau die 100, die als Zinszahlungen kommen. Das heißt, im Endeffekt bei der Geschäftsbank landet ein Teil unseres Geldes im Eigenkapital. Ja, das ist die Zinszahlung. Und das Eigenkapital ist etwas, da werde ich später noch drauf kommen, wovon dann die Bank auch ihre Kosten deckt. So, also das ist der Moment, wenn wir, ich habe das auch ein bisschen, jetzt sieht man das, die Bankbilanz schrumpfen. Beide. Also sowohl die Geschäftsbankenbilanz als auch unsere Nichtbankenbilanz schrumpft dadurch, dass ein Kredit getilgt wird. Das heißt, diese 1.000 Euro, die getilgt worden sind, werden auch wirklich vernichtet. Das Geld verschwindet wieder aus dem System. Ja, und das ist im Endeffekt die Idee, die dahinter steckt, Giralgeld entstehen zu lassen für jemanden, der es braucht und dann wieder verschwinden zu lassen, wenn er sich sozusagen abzahlen kann. Und so ist und solange das Geld geschöpft worden ist, kann es in der Wirtschaft kreisen. Wenn es getilgt wird, ist es wieder weg. Und dann hat sich die Geldmenge einfach wieder reduziert. So,
Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die Bank das nicht unbegrenzt machen darf. Es gibt da Regeln für. Und es gibt zwei wichtige Regeln dafür. Und auf die erste Regel möchte ich jetzt gern kommen. Da hatten wir vorhin schon drüber geredet, über die sogenannte Mindestreserve. Ein Teil dieser Barreserve, also jetzt, das ist so ein bisschen rausgehoben jetzt, die Barreserve besteht aus zwei Teilen. Es gibt eine Mindestreserve und eine Überschussreserve. Und jetzt fragt man sich natürlich, was soll diese Mindestreserve? Die Mindestreserve, und das ist die Regel, schützt die Passivseite. Die soll uns Bürger sozusagen schützen, dass die Bank nicht übertreibt, dass sie nicht unbegrenzt Kredit gibt. Denn sie muss, die Regel besagt, alles, was sie auf der Passivseite hat, also die Geldanlagen und, die Geld, und das Giralgeld, 1% davon, von diesem Wert, muss sie als Mindestreserve besitzen. Aber die Mindestreserve ist Zentralbankgeld, das ist ganz wichtig. Das passt nämlich auch nicht zu dieser multiplen Geldschöpfung, wo es immer gesagt wird, ja, wenn das Geld weiterverliehen wird an jemand anderes, wird immer ein kleiner Teil zur Seite gelegt. Diese 2%, die zur Seite gelegt werden, und 98 können weiterverliehen werden. Das kann nicht sein, weil das Giralgeld nicht gebunkert wird. Die Bank muss das, einen Teil der Barreserve reservieren. Und das ist Zentralbankgeld, das ist der andere Geldkreislauf. Ja? So, diese Regel hat mittlerweile aber keine wirkliche Bedeutung mehr. Und zwar, erstens wird die Mindestreserve ständig reduziert. Die war bis vor kurzem noch 2%, die ist jetzt auf 1% gefallen. Die kann auch auf 0 fallen. Es gibt Länder, wo es das gibt. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, es gibt keinen Mangel an Bar, also an Zentralbankgeld. Weil das wäre ja der limitierende Faktor. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Bank hat jetzt 100 Millionen auf der Passivseite. Das heißt, sie muss 1 Million von ihrem Zentralbankgeld, was sie besitzt, reservieren. Das ist diese Mindestreserve. Ja? Jetzt sagt man sich, okay, das sind sozusagen die Refinanzierungskosten, wird oft gesagt. Na, die Bank muss ja sich refinanzieren, wenn sie einen Kredit gibt. Und deshalb diese Kosten, die da auf sie zukommen, die werden natürlich über die Zinsen dann den Leuten wieder abverlangt. Alles Käse. Denn die Mindestreserve, die man sich leiht, ja, dieses Geld bekommt man bei der Zentralbank für den Leitzins. Aber wenn man dieses Geld als Mindestreserve wieder dort deponiert, wird es rückverzinst. Der Rückverzinsungssatz ist knapp unter dem Leitzins. Das heißt, Geld, was die Bank braucht, um ihre Mindestreserve zu decken, ist quasi kostenlos. Ja? Und wie gesagt, früher war das ein Mechanismus, dadurch konnte die Zentralbank, da sie auch dieses Geld immer sehr kurzfristig nur rausgibt, dieses Zentralbankgeld, meistens nur 7 Tage. Nach 7 Tagen will sie das Geld wieder haben und dann verleiht sie wieder neu das Geld. Und dadurch hat sie natürlich eine sehr große Macht über die Geldmenge, weil sie alle 7 Tage eingreifen kann in diese Geldmenge. Jetzt ist es nur so, dass seit 2008 die Banken da Open Source haben. Sie haben also freie Bedienung sozusagen. Und deshalb haben sie in der Hinsicht kein Problem mehr. Die 1% Mindestreserve zu decken ist absolut einfach für eine Bank mittlerweile. Und deshalb ist diese Regel auch völlig verwässert. Ein wirkliches Problem stellt die zweite Regel dar für eine Bank. Ach, vielleicht ganz kurz noch eine Sache zu der Mindestreserve. Was passiert, wenn wir einen Kredit, das will ich gerade noch erklären, wenn wir jetzt einen Kredit, wenn die Bank einen Kredit vergibt, sagen wir mal, was weiß ich, 1000 Euro, ja, dann erhöht sich ja die Passivseite, weil mein Giralgeld ja mehr wird. Und das bedeutet gleichzeitig, dass 1% davon als Mindestreserve deponiert werden muss. Ja, also das heißt, bei jedem Kredit, der gegeben wird, muss auch mehr Mindestreserve deponiert werden. Wie gesagt, ist aber kein wirkliches Problem mehr für die Banken. Ja. Also was wir hier sehen, ist die sogenannte Eigenkapitalreservierung. Das ist die zweite Regel und diese Regel bricht im Moment und auch 2008 den Banken echt das Genick. Was das bedeutet? Unser Puffer ist jetzt wichtig. Ja, dieser Puffer ist wichtig. Wie gesagt, eine Bank ist dann solvent, sage ich mal, wenn sie eine höhere Aktivseite hat als eine Passivseite. Das heißt, der Puffer steht auf der Passivseite und hat eine bestimmte Größe. So, jetzt ist dieses Eigenkapital teilt sich auf in reserviertes Eigenkapital und in freies Eigenkapital. Jetzt fragt man sich, was soll dieses reservierte Eigenkapital? Tja, so ähnlich wie die erste Regel ist es hier bei der zweiten Regel auch. Nur eben genau spiegelverkehrt. Damit die Bank sich nicht alles Mögliche in ihre Aktivseite holt und da nicht irgendwie große Risiken eingeht, weil das könnte auch wieder eine Gefahr sein für die Sparer oder die Giralgeldbesitzer, gibt es diese Regel. Und diese Regel besagt, eine Bank, die auf ihrer Aktivseite Werte hat,
muss diese Werte mit Eigenkapital unterlegen, reservieren. Also sie muss einen Teil ihres Eigenkapitals zurückhalten, darf es nicht für irgendwas anderes ausgeben, solange auf der Aktivseite eine bestimmte Größe existiert. So, jetzt ist es hier nicht so, dass es da nur 1% ist oder sowas, sondern hier spielt jetzt auch wirklich eine Rolle, was dort als Aktivposten eingelegt wird. Ich habe es oben drüber geschrieben. Die Regel heißt Nennwert mal 8% mal Faktor. Klingt total schrecklich, ist aber gar nicht so schwer. Nennwert ist das sozusagen der Wert, der aufgeschrieben ist auf dem Papier, sowohl auf dem Wertpapier als auch in dem Kreditvertrag. Also ich habe einen Kreditvertrag über 100.000, dann ist der Nennwert 100.000. 8% ist einfach eine Zahl, mit der wird es multipliziert, und dann gibt es einen Faktor. Und dieser Faktor, der kann sein zwischen 0 und 1250. Warum 1250? Weil man 1250 mal 8% nimmt, kommt genau 1 raus. So, das heißt, hier bei dem Faktor wird einfach die Gefahr bewertet, die ein Objekt auf der Aktivseite in sich trägt. Welche Gefahr ist das? Naja, es kann ein Wertverlust sein. Also eine Kreditforderung kann platzen, zum Beispiel. Das ist eine Gefahr für die Bank. So, sie bewertet also meine Bonität und meine Sicherheiten, die ich hinterlege, und anhand dieser Werte bestimmt sie einen Faktor. So, dieser Faktor, mal dem durchgerechnet, ergibt eine Zahl, und das ist genau das reservierte Eigenkapital, was sie in Zukunft für mich reservieren muss, weil ich diese Kreditforderung unterschrieben habe. Genau das gleiche mit Wertpapieren. Also wenn dort Staatsanleihen liegen, das ist etwas ganz Besonderes, die Staatsanleihe, die hat nämlich den Faktor 0. Ja, deshalb sind Staatsanleihen so beliebt bei Banken, weil wenn man das alles mit mal 0 multipliziert, kommt 0 raus. Das heißt, wenn eine Bank eine Staatsanleihe besitzt, die eine hohe Bonität hat, also AAA oder sowas hat, dann muss sie überhaupt kein Eigenkapital reservieren. Und das ist wirklich sehr, sehr toll für die Bank. Denn wenn sie jetzt einen neuen Kredit vergeben will, dann muss sie freies Eigenkapital haben. Ja, weil wenn das ganze Eigenkapital reserviert ist, dann kann sie keinen neuen Kredit geben. Ja, weil einfach die Seite, es ist kein reserviertes, also kein freies Eigenkapital da, also gibt es keinen Kredit. Und das ist genau der Grund, warum 2008 diese Kreditklemme aufkam. Die Banken hatten einfach kein Eigenkapital mehr frei, was sie für Kredite hätten geben können. Wenn man einen Kredit haben wollte, muss man ihn so extrem übersichern, dass der Faktor möglichst klein wurde, dann war vielleicht noch eine Chance, einen Kredit zu bekommen. Staatsanleihen konnte man kaufen ohne Ende, klar, weil da kein Eigenkapital nötig ist. Aber der Vorteil bei Wertpapieren wie Staatsanleihen ist ja, dass sie Zinsen abwerfen, die wieder das Eigenkapital füttern. Von daher waren natürlich für Banken Staatsanleihen viel beliebter, als in der Realwirtschaft Kredite zu geben. Und genau das Problem, darauf laufen wir jetzt wieder hinaus, darauf hin eigentlich. Ne? Das Eigenkapital kann natürlich schrumpfen, wie wir es vorhin mit dem Haus hatten, wenn zum Beispiel hier Werte wegbrechen. Also jetzt nur angenommen, es würde eine Staatsanleihe nicht zurückgezahlt werden können, ja, der Staat geht pleite, dann bricht hier eine ganze Menge von der Aktivseite zusammen und der Puffer schrumpft und wächst. Ja. Dann hat die Bank aber ein richtiges Problem, weil sie reserviertes Eigenkapital eigentlich bräuchte. Ja, also ein echtes Dilemma für die Banken. Also die Wertverluste, die im Moment stattfinden, gerade bei den Wertpapieren, sind so enorm, dass die Banken hier ein Riesenproblem kriegen. Was dazu kommt, ist, dass die Regeln jetzt immer verschärft werden. Das nennt man Basel II-Regel, diese Eigenkapitalreservierung nach Basel II. Und es kommt Basel III. Basel III ist noch strenger. Die Eigenkapitalanforderungen an die Bank werden höher, aus der Historie heraus, dass diese Krise ja ganz schön die Banken angerüttelt hat. Ist natürlich ein bisschen absurd, weil im Moment geht es den Banken noch schlechter. Auf der Seite der Wertpapiere schrumpft alles immer mehr zusammen. Und jetzt soll es auch noch mehr Eigenkapital reservieren. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ne? Also es könnte dazu kommen, dass noch weniger Kredite an die Realwirtschaft gegeben werden. Und naja, da möchte ich mal sehen, was mit der Wirtschaft dann passiert. Vielleicht auch noch ganz wichtig, gerade deshalb, Banken haben solche Kunstprodukte wie Wetten, Swaps, also die ganzen CDOs, alles, was so in Amerika so eine große Rolle gespielt hat, diese ganzen Finanzprodukte, die man sind bei Banken relativ unbeliebt. Warum? Weil die einen unheimlich hohen Faktor haben. So ein Swap kann einen Faktor 1250 haben, ja, wenn das wirklich eine Wette ist. Und das bedeutet für die Bank, sie müsste den kompletten Wert als Eigenkapital reservieren. Das ist sehr unsexy. Und deshalb verkaufen Geschäftsbanken unheimlich gern solche Sachen an Nichtbanken, weil dann müssen sie sich um den Kram nicht mehr kümmern. Ja, Staatsanleihen halten sie in ihrer eigenen Bilanz. Aber diese teuren, also die riskanten Produkte, die verkaufen sie gerne an uns Nichtbanken, weil wir haben ja diese Anforderungen nicht. So, gehen wir mal weiter. Das ist ein wichtiger Punkt,
auf den ich noch zu sprechen kommen möchte. Was wir hier sehen, das kennen vielleicht viele schon, ist unsere Verschuldung und unser Geldvermögen, wie es auseinandergeht. Das ist die sogenannte Schere, die wir immer sagen, zwischen der Verschuldung und dem Vermögen, was existiert. Denn unsere Verschuldung, die wir haben, ist natürlich ein Geldvermögen entgegengesetzt. Wir haben gerade gelernt, Geld entsteht durch Verschuldung. Also alles Geld, was in unserem System existiert, existiert auch als Schuld. Deshalb haben wir nicht nur ein Schuldenproblem in unserem System, sondern auch ein Vermögensproblem. Das wird natürlich sehr oft nicht erwähnt, weil es ja was Gutes aus unserer Sicht ist. Auf was ich hier hinweisen möchte, ist diese kleine Kurve, die man unten sieht. Also das ist eine Grafik von der Deutschen Bundesbank. Und hier sieht man etwas sehr Merkwürdiges. Weil wir haben ja gerade gelernt, Geld entsteht dadurch, dass man Schulden macht. Das heißt, eigentlich in unserem System müsste genauso viel Geld wie Schuld existieren. Jetzt ist aber hier die Geldkurve eingezeichnet. Das ist das Bargeld und unsere Geldeinlagen, die wir als Giralgeld haben. Und auch unsere also diese Geldanlagen. Ja, komisch, das ist aber viel kleiner. Ne? Wie kann das sein? Also es existiert ja viel weniger Geld als Schuld. Und was sind diese Geldvermögen? Ich dachte, das wäre Geld. Nö, ist es nicht. Das, was wir da als Geldvermögen sind, sind Staatsanleihen zum Beispiel. Also verbrieftes Geld. Was passiert wirklich, wenn die Bank uns eine Staatsanleihe verkauft? Wieder beide Bilanzen. Wir haben die Nichtbank. Fangen wir da wieder an. Unser Giralgeld schrumpft. Klar, wir kaufen ja uns eine Staatsanleihe, da verschwindet Geld von unserem Konto. Und was erhalten wir? Ein Sachvermögen. Eine Staatsanleihe wird zu einem Sachvermögen gezählt und deshalb erhöht sich unser Sachvermögen und unser Giralgeld sinkt. Auf unserer Bilanz passiert eigentlich nur wieder ein Aktivtausch. Die Bilanz verlängert sich nicht, verkürzt sich nicht, auf der anderen Seite bleibt alles gleich, Eigenkapital bleibt gleich. Ich habe einfach nur getauscht, wie vorhin mit dem Haus. Sowas ähnliches. Aber was passiert auf der Geschäftsbankenbilanz? Und das ist wirklich ein Klops. Na klar, die Geschäftsbank bucht den Wert aus, weil sie uns den ja übergeben hat. Wir haben mehr Sachvermögen, die Bank hat weniger Sachvermögen, ist irgendwann klar. Aber auf der Passivseite verschwindet unser Geld. Als Gegenleistung dafür, dass die Bank uns etwas von ihrer Aktivseite abgibt, reduziert sie ihre Schuld, nämlich unser Geld. Es ist klar, wir zahlen 1.000 Euro, da reduziert sich die Passivseite um 1.000 und die Wertpapiere halt auch um eine Wertpapier, also um 1.000. Das heißt, in dem Moment wird Geld vernichtet. In dem Moment, wo eine Bank, einer Nichtbank, eine Staatsanleihe verkauft, oder das kann alles möglich sein, das können Unternehmensanleihen sein, das können Schuldverschreibungen sein, was immer gekauft wird von einer Nichtbank, aus einer Bankbilanz heraus, vernichtet Geld. Und das erklärt, warum diese Kurve so klein, also warum unsere Geldkurve so klein ist. Denn dieses ganze Geldvermögen, was da existiert, existiert in den Händen von Nichtbanken. Ja? Und das heißt, wir besitzen jetzt zwar die Staatsanleihe, aber in der Zeit, wo wir die Staatsanleihe besitzen, ist unser Geld vernichtet. Es fehlt im System. Es ist einfach nicht mehr da. Das habe ich hier nochmal dargestellt. Vielleicht können wir das mal hier, das ist der Sprung sozusagen. Ne? Sachvermögen wird größer, Giralgeld wird kleiner und die Bilanz der Geschäftsbank, ja, sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Moment, das war halt zu weit. So. Also hier sieht man, die Bankbilanz schrumpft in dem Moment, weil auf der einen Seite die Wertpapiere verschwinden und auf der anderen Seite unser Geld. So, es geht natürlich auch anders. Wenn wir jetzt diese Staatsanleihe wieder zur Bank bringen und sozusagen der Bank verkaufen, was macht die Bank? Also die Seite ist fast klar, ne? Sachvermögen geht runter, Giralgeld geht rauf, aber irrerweise, die Bankbilanz sieht so aus, dass die Wertpapiere zunehmen. Und was passiert auf der Giralgeldseite? Ja, es wird einfach für unser Geld eingebucht. Das heißt, die Bank muss, wenn die Bank irgendetwas von uns kauft, dann muss sie das Geld nicht besessen haben. Sie erzeugt es einfach. In ihrer Bankbilanz muss es nur eingebucht werden. Es muss auf der einen Seite das Wertpapier eingebucht werden und dann darf sie auf der Passivseite auch erhöhen. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Situation für eine Bank. Und das geht im Übrigen nicht nur mit irgendwelchen Anleihen, das geht auch mit Immobilien. Also wenn eine Bank eine Immobilie kauft, dann braucht sie dafür keinen Cent. Sie muss einfach nur es in ihre Bilanz aufnehmen und auf der anderen Seite das Geld demjenigen auf dem Konto erzeugen, der es verkauft hat. Das ist alles. Es ist natürlich so, dass auch hier wieder die Regeln gelten. Also auch wieder die Eigenkapitalreservierung. Das ist natürlich bei einer Immobilie, weil sie relativ sicher ist, kein Problem, ne, weil da der Faktor quasi null ist. Es sei denn, das Haus brennt ab. Ne? Also von daher
eine Bank hat die Möglichkeiten, weil sie eine Banklizenz hat. Das war der Grund, warum die Banken, also die Versicherung so gerne eine Banklizenz haben wollen, weil genau diese Möglichkeiten bestehen. Ja, also das ist schon mal ein Hammer, finde ich. Mir war das vorher nicht klar, dass Banken sich so leicht irgendwie Werte kaufen können, indem sie das Geld einfach dafür erzeugen. Es ist ein speziellen Fall angesprochen, dass jemand einen Kredit aufnimmt und ihn zu einer anderen Bank überweist. Das könnte man sich ja mal vorstellen. Ja. Er lässt das Geld nicht auf dem Konto. Der Kunde, ist wenn er jetzt ein Haus kaufen will dafür, ist nicht bei der gleichen Bank, sondern ist bei einer anderen Bank. In dem Fall ist es so, dass natürlich die eine Geschäftsbankbilanz sich auf dieser Seite reduziert, wenn ich eine Überweisung mache. Also ich überweise, das ist Bank A und ich überweise zu Bank B. Dann reduziert sich hier mein Giralgeld. Banken untereinander, hatte ich erklärt, handeln nur in Zentralbankgeld. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt ich mein ganzes Geld auf eine andere Bank überweise, muss die Bank einen Teil ihrer Barreserve der anderen Bank überweisen, genau gleich hoch, ja, damit die Bankbilanz sich auch wieder gleichmäßig verkürzt. Ich verkürze hier mein Konto wird geräumt und die Bank muss als Überweisung hier Barreserve transferieren zur anderen Bank. So, das meinst du wahrscheinlich, dieses Geld, dieses Zentralbankgeld, müsste sie dann vorrätig haben und muss sie sich besorgen. Das ist im Prinzip richtig. Es ist nur so, wir betrachten hier nur einen Einzelfall. Du hast jetzt eine Überweisung zu einer anderen Bank. Unser ganzes Geldsystem besteht aus Millionen von Überweisungen, die tagtäglich in alle Richtungen stattfinden. Und es ist jetzt auch so, dass zum gleichen Zeitpunkt, können wir uns ja vorstellen, eine genau andersartige Überweisung stattfindet. Das heißt, es könnte ein anderer Kunde dem anderen was leihen und es gibt einen ständigen Transfer. Und deshalb werden bei Banken untereinander immer nur Salden, also saldiert. Es wird einfach alles berechnet, was von der einen Seite in meine Richtung läuft und was ich in seine Richtung rechne. Und da wird ein Saldo gebildet und dieses Saldo, das wird ausgeglichen. Und die Tatsache, dass es sich im Schnitt schon ausgleicht, da kriegt man ein bisschen Geld weg und dann kommt wieder ein bisschen Geld zurück. Im Schnitt gleicht sich das in der Regel aus, aber einmal im Jahr passiert es dann doch, dass es sich mal nicht ausgleicht und für diesen Fall muss die Bank vorsorgen. Und die einzige Möglichkeit, die die Bank hat, für diesen Fall vorzusorgen, ist es, Barreserve auf die Aktivseite einzubuchen. Und für diese Barreserve zahlt sie den Leitzins. Deswegen muss sie, den Leitzins hat sie als Kosten. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt einen Leitzins von 1% haben und die Bank kassiert 3%, dann ist 2% ist für die Bank Gewinn, Verwaltungskosten, okay, Risikorücklage und so weiter. Aber 1% hat diese Bank wieder als Kosten in der Zentralbank. Und das ist zwar jetzt ein kleinerer Teil, deswegen in der Grafik nicht drin, aber muss man auch wichtig beachten, dass eigentlich, wenn ich hier Zinsen zahle oder einen Kredit aufnehme, auch die Barreserve bei der Bank steigen muss. Was passiert mit den Zinsen wirklich? Ich habe jetzt diese ganze Bilanz ein bisschen auseinandergeschoben, damit wir so einen Platz haben. Die Aktivseite interessiert jetzt erstmal gar nicht. Wenn wir Kreditzinsen zahlen, das hatte ich vorhin in der Grafik gezeigt, landen die im Eigenkapital der Bank. Ja? So, jetzt gibt es ja diese Vorstellung, dass da dieses Geld auch fehlt, dass dieser Kreditzins immer im System fehlt und deshalb immer mehr Kredit geschöpft werden muss. Und hier sieht man, was in Wirklichkeit damit passiert. Die Bank ist ja kein schwarzes Loch für Geld. Das heißt, das Geld, was sie durch Zinszahlung erhält, gibt sie wieder aus. Und zwar in verschiedener Form. Zum einen natürlich als Guthabenzinsen. Die Leute, die hier eine Geldanlage haben, kriegen ja was. Das muss irgendwo herkommen, das Geld. Das kriegt die Bank über ihre Kreditzinsen, die sie kassiert. Des Weiteren zahlt sie natürlich Löhne, Kosten, also ihre Bankpaläste, Boni horrend. Also und auch Dividenden auf die Bankaktie. Das werden ja die Gewinne ausgeschüttet. Das ist genau das. Es wird einfach wieder zurückgeführt ins System. Es ist natürlich richtig, dass es hierbei sich um eine Umverteilung handelt. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Denn Kreditzinsen zahlen die, die Schulden haben. Und erhalten tut das Geld entweder Leute, die Guthaben haben, die also Vermögen haben in irgendeiner Art, also Geldvermögen ist auch falsch, Geld haben als Anlage, oder Leute, die halt einfach zum Beispiel Bankaktien haben. Die kriegen eine Dividende. Aber das sind natürlich auch wieder Leute, die Werte haben. So, und so findet eigentlich eine ständige Umverteilung statt von Leuten, die Schulden haben, zu Leuten, die Werte haben über diesen Zins. Aber es ist nicht so, dass die Bank da so eigenmächtig agiert oder egoistisch agiert. Natürlich gibt sie das Geld aus für eine Leistung, die sie bekommt, aber das Geld fließt wieder zurück. Problem ist eigentlich nur dann im Geldsystem, wenn dieses Geld gehortet wird. Ja, also wenn gespart wird. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das echte Problem dieses Geldsystems.
So würde der Zins im Kreis fließen. Also die Leute, die ja Guthabenzinsen bekommen, wenn die sich dafür ein Auto kaufen würden, wäre alles überhaupt kein Problem. Oder wenn die Leute ihre Löhne, werden natürlich in der Wirtschaft wieder ausgegeben. Wenn es eine Putzfrau bei einer Bank arbeitet, kriegt sie Geld und das Geld gibt sie komplett wieder aus, weil sie nicht viel kriegt. Klar, und das ist total unschädlich fürs Geldsystem. Schädlich ist es, wenn jemand die Guthabenzinsen wieder anlegt. Also sie nicht ausgibt. Man könnte jetzt mal theoretisch gedacht, weil das Problem besteht ja jetzt, dass die Banken ein echtes Eigenkapitalproblem haben. So, man kann sich ja immer überlegen, wie kann eine Bank mehr Eigenkapital bekommen? Ja, ganz einfach. Sie zahlt einfach keine Guthabenzinsen mehr. Das ist hier freier Wille. Ja, sie könnte jetzt einfach sagen, wir zahlen jetzt keine Guthabenzinsen mehr. Wenn alle Banken das gleichzeitig machen würden, dann würde ich gerne mal sehen, was die Leute machen, weil dann werden die Leute wahrscheinlich gar nichts machen. Sie würden einfach ihr Geld dort liegen lassen, kriegen halt jetzt plötzlich keine Zinsen mehr und das Eigenkapital würde sich mords aufblähen, ja, weil das natürlich ein großer Faktor ist, diese Guthabenzinsen. Also an dem Punkt könnte eine Bank viel machen, um ihr Eigenkapital zu vergrößern. Wenn das eine Einzelbank macht, ist es natürlich ein bisschen unbeliebt, weil dann natürlich alle Leute wegrennen. Ja. 2% Wirtschaftswachstum, da brauchen wir 2% mehr Geld. Wir haben ein Geldmengenwachstum von 13,6%. Der überwiegende Teil der zusätzlichen Kredite ist nicht für Wirtschaftsprozesse gedacht gewesen, sondern für sonst was. Ich habe insgesamt einen Riesenberg von Geld, da irgendwann die Termineinlage wird irgendwann fällig und dann ist es ganz normales Geld. Aber dafür sind gar keine Waren da, die ich dafür kaufen kann dann. Das ganze System beruht heutzutage darauf, dass die Leute, die die großen Mengen hier besitzen, damit nicht einkaufen gehen. Wenn die plötzlich auf die Idee kämen, damit einkaufen zu gehen, hätten wir eine Inflation von 1000%. Und das hat damit was zu tun, dass für diese Geldmengen, die jetzt existieren, überhaupt keine Waren und Dienstleistungen verfügbar sind, die man dafür kaufen kann. Die sind einfach nicht da. Und das ist das große Handicap und das ist das Erpressungspotenzial, was diese Leute gegenüber der Gesellschaft haben. Weil die jederzeit sagen können, hey Leute, wenn euch das nicht passt, dass ihr jetzt die Regelung so und so machen sollt, wie wir das wollen, dann fangen wir an, mit unserem Geld einkaufen zu gehen. Das ist also das eigentliche Geld. Das sind zusammen 122 und 931% des BIP. Ich habe also 131% so viel Geld, wie ich in Wirklichkeit kaufen kann, weltweit. Und dann gibt es darüber hinaus noch verbrieftes Fremdkapital und die sogenannten Derivate. Insgesamt ungefähr das Zehnfache von dem, was man einkaufen kann. Das war der Stand von 2007. Jetzt müsste man eigentlich sagen, wir haben ja viel zu viel Geld, haben wir gerade festgestellt. Wir müssten eigentlich eine riesen Inflation haben, habe ich aber gerade erklärt, haben wir deswegen nicht, weil das viele Geld, was wir haben, nicht nachfragewirksam wird. Es kommt nicht am Ladentisch an und deswegen haben wir diese Situation nicht, sondern haben eher das Problem, dass zu wenig von dem Geld wirklich nachfragewirksam ist und wir eventuell in eine Deflation geraten könnten, wie es zum Beispiel in Japan der Fall ist. Ja, und hier ist das nochmal so dargestellt. Ich habe also einmal den Erlös aus dem Verkauf. Damit ist das Geld verfügbar für den Verkäufer, für den Unternehmer, den wir vorhin am Anfang hatten. Und der wird das also benutzen, um davon Löhne zu bezahlen, um die Gewinne auszuschütten, um den Kapitaldienst zu bedienen und um Steuern und Abgaben zu leisten. Das sind so die Töpfe, wo das normalerweise hinfließt. Und so wie das ja rausfließt, das ist ja das Geld, was in Bewegung ist. Das wird also dann in der nächsten Wirtschaftsperiode wieder die finanzielle Nachfrage darstellen und den Erlös zu erzeugen. So lange, wie sich das im Gleichgewicht befindet und hier immer das im Einklang mit einer engeren Waren- und Dienstleistung ist, ist sozusagen die Weltordnung. Ja. Was haben wir als Störeinfluss? Als Störeinfluss haben wir die Nettoersparnis. Wenn also die Leute, die dieses Geld einnehmen, damit nicht wieder einkaufen gehen, sondern das auf die hohe Kante legen. Netto bedeutet also nicht, sobald jemand was spart, sondern Summe aller Beträge, die gespart werden, minus Summe aller Beträge, die aus Sparguthaben entnommen werden. Wenn also jeden Monat gleich viel eingezahlt wird, um sich Autos zu kaufen und jeden Monat gleich viel Leute oder was abheben, um sich ein Auto zu kaufen, dann wäre die Nettoersparnis null. Ja, Sparquote gleich null heißt nicht, es wird nicht gespart, sondern es wird ungefähr genauso viel gespart, wie eingespart wird. Aber im Moment ist also der typische Fall, dass das nicht null ist, sondern es ständig viel mehr gespart wird, als überhaupt ist. Und deswegen komme ich hier in eine Schieflage,
muss also unbedingt eine Neuverschuldung stattfinden lassen mit einem Kredit. Wertschöpfungsentstehung, wie wir es besprochen haben. Also wenn das hier da ist, brauche ich das, damit der Prozess am Laufen bleibt. Und das ist das, was wir im Moment haben. Wir haben ständigen Druck, dass Schulden entstehen müssen, damit genug Geld entsteht, weil zu viel Geld abfließt. Wenn man sich das mal vor Augen hält, unser normaler Wirtschaftsprozess, wir haben also immer einen Produktionsprozess, der erzeugt Konsumgüter, das Blaue sind wieder die Stoffflüsse. Und dieser Prozess der Produktion und Konsumtion und Wiederrückführung wird organisiert durch einen Geldkreislauf, das sind diese goldenen Pfeile. Und genauso habe ich natürlich eine Produktion von Investitionsgütern, da ist das ein Doppelfall, die fließen dann materiell wieder zurück in die Produktion. Und den Prozess organisiere ich genauso durch einen Geldkreislauf, so wie ich das Ganze am Anfang mal dargestellt habe. Ja, und das Ganze, was jetzt hier grün ist, das ist unsere sogenannte Realwirtschaft. Das ist unser eigentlicher Lebensinhalt. Ja, dafür ist die ganze Sache da. Was es immer gibt und das immer nützlich ist, ist das Sparen als Puffersparen, wo der Pfeil hin und her geht. Ja, also alle Leute, die hier dran beteiligt sind, werden immer überschüssiges Geld, im Ursprung ja nicht Geld, sondern überflüssige Waren, kennen wir ja von früher aus der Geschichte, ja, die haben in Leipzig was zurückgelegt, das Korn in den Speicher gelegt, damit sie etwas Bezahlte was hatten. Heutzutage haben wir eine Geldwirtschaft, ich kann jederzeit für Geld mir Waren einkaufen, also spare ich das in Form von Geld, aber zu dem Zweck, dass ich es wieder benutze, dass es nur eine Pufferfunktion hat. Dafür ist es eine gute Sache, das gibt es überhaupt keine Frage. Das Problem ist, wenn das zu viel wird. Das ist ja das Problem, was wir in Deutschland hatten, wenn wir zum Beispiel Exportüberschuss haben, bedeutet das ja, wir produzieren Produkte, die schicken wir ins Ausland, wir kriegen aber nicht adäquat was zurück oder wir leben für den Rest. Das ist nicht der gesamte Export. Ne? Wenn ich jetzt Export habe, ich tue so viele Autos nach, was weiß ich wohin, exportieren nach Afrika und kriege dafür so viele T-Shirts zurück, dann heißt das ja ein Wertäquivalent. Ne? Ich habe das den Wert produziert in Deutschland und kriege dann dafür gleich was anderes, was dann wieder in Deutschland verkauft wird. Aber im Moment ist es ja so, dass wir viel mehr produzieren, als wir verbrauchen. Und außerdem ist es so, dass halt bestimmte Kreise im Wirtschaftsprozess eine viel höhere Aneignungsrate haben, als die Leute, die da wirklich als Malocher tätig sind. Und das ist der Grund, weshalb wir so viel übrig bleiben. Das heißt, es ist nicht so, dass primär zu viel Geld entsteht, sondern es ist so, dass primär zu viel Geld hier entzogen wird, und zwar dauerhaft entzogen. Das fließt zum überwiegenden Teil eben nicht wieder runter zurück. Und der Verlust, der dadurch entsteht hier unten in der Zirkulation, der muss doch ständig in Neuverschuldung ausgeglichen werden. Denn, das ist das, was die Herrschenden heute erzählen, dass es notwendig ist, dass es so viel Finanzkapital gibt, weil das ist die absolute Voraussetzung für Investitionen. Ach so, hast du die ganze Zeit nicht zugehört? Ja. Hast du die ganze Zeit nicht zugehört? Ich habe das vorhin gerade erklärt, dass die Voraussetzung für Investitionen ist. Denn eine Kreditvergabe, wisst ihr, wie stattfindet? Aus dem Nichts. Ja? Wenn ich das alles abschaffe, den ganzen Finanzmarkt abschaffe, es kommt der Unternehmer und hat eine gute Idee und geht zu einer gut funktionierenden Bank und sagt, guck mal, ich will das machen. Und die sagen, kein Problem, hier hast du das Geld. Hast du von selbst die Grafik, was du da machen müssen. Dann drückt er auf die Enter-Taste und da ist das Geld da, für den guten Zweck. Aber das Geld, was hier oben da ist, das sieht in erster Linie nur Druck aus, dass jemand wie der Greenspan dir erzählt, dass das gut und richtig ist. Das ist genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, wenn du zum Pharmaunternehmer gehst und den fragst, wie gut seine Tabletten für die Gesundheit sind. Die Wirtschaft wird in meiner Ansicht nach ganz wunderbar funktionieren, mit einem ganz geringen Betrag an Sparvermögen, nämlich nur sowas, ja, als Puffer. Und alles, was darüber hinausgeht, schaffe ich alles ab. Und wenn jemand eine nützliche Investition machen will, der kriegt dann einen Kredit. Dann musst du nur noch gucken, wie viel bezahlt er denn Zinsen für den Kredit? Wie gerecht ist denn das noch, dass sich das eine private Bank in die Tasche steckt? Was treibt die Wirtschaft? Es ist der Bankkredit. Der Bankkredit bestimmt das Wachstum. Und die Wirkung des Kredits hängt davon ab, wie der Kredit verwendet wird. Es gibt die unproduktive Verwendung, die unproduktive Kreditschöpfung und die produktive Kreditschöpfung. Eine Art der unproduktiven Kreditschöpfung ist natürlich der Konsumkredit.
daher, dass Banken Geld aus dem Nichts schaffen, und das brauche ich hier nicht näher erwähnen, ich werde es also als gegeben und verstanden voraussetzen. Daher ist es natürlich gefährlich, wenn eine Bank Kredit vergibt für Konsum. Denn Sie sehen, da wird mehr Geld geschaffen, wie Geld drucken. Das kommt in Umlauf, aber es wird nur konsumiert. Das muss natürlich Inflationsdruck auslösen. Das wurde seit den 70er Jahren auch näher von den Zentralbanken beobachtet. Und Schlimmstes wurde meist verhindert in vielen Ländern. Weniger bekannt, aber durch die Krise natürlich jetzt doch wieder prominenter geworden, ist die Realisierung, dass Bankkredit für Transaktionen, die gar nicht mal zum BIP beitragen, weil sie ja keinen Wert schaffen, sondern nur auf Kapitalgewinne, auf Spekulationsgewinne abzielen, nämlich Finanztransaktionen, die sind nicht im BIP drinnen. Wenn dafür Kredit vergeben wird, dann ist das die gleiche Mechanik. Wenn Banken Kredit vergeben, dann schöpfen sie neues Geld. Und wenn wir jetzt Geld drucken und geben das Spekulanten, die das in Finanzmärkte reinpumpen, was passiert mit den Vermögenswerten in den Finanzmärkten? Man braucht kein Genie zu sein, um das Resultat zu kennen. Das ist also die unproduktive Kreditschöpfung. Und die ist nicht nachhaltig, führt zu Kosten. Je größer, desto höher die Kosten. Meist ist der Finanzkredit gefördert, sodass er sehr schnell sehr groß wird. Und dann haben wir natürlich richtige Finanzblasen und dann Bankenkrisen. Denn wir brauchen dann plötzlich nur eine Verlangsamung des Finanzkredits, der ja die Preise hochtreibt. Der muss sich dann nur mal verlangsamen, dann gehen die nicht weiter hoch. Es ist ja ein Ponzi-Scheme. Dann haben wir die ersten notleidenden Kredite, dann geht der Finanzkredit weiter zurück und die Banken benötigen nur 10% Verlust ihrer Aktiva maximal, meistens reichen schon 3 oder 4%, dann ist eine Bank bankrott, das geht recht schnell. Aber es muss nicht so sein, es gibt auch die produktive Kreditschöpfung, das ist, wenn neues Geld geschaffen wird durch die Kreditvergabe und es wird zur Verschaffung von neuen Gütern und Dienstleistungen oder zur Erhöhung der Produktivität, zum Beispiel in der Umsetzung von neuer Technologie, verwendet. Wie wir sehen in Irland, da wurde die breite Bankkreditschöpfung massiv erhöht. Wenn sie schneller wächst als das BIP, das Nominale, dann ist es per Definition, wissen wir ja, ist dann Finanzkreditschöpfung, das also Finanzblasen erzeugt, in Spanien auch. Und wenn das für mehrere Jahre stattfindet, zwischen ja, 50, 20 oder 30% Gesamtkreditschöpfung, die hauptsächlich in Finanzmärkte geht, dann kann man da hundertprozentig sicher sein, dass dann eine Bankenkrise folgt. Und daher war das natürlich alles sehr absehbar.